Case war die Nummer 7 der Blacklist und ihr richtiger Name war Kira Nakasato. Sie wuchs in den Straßen von Seacrest County auf, einem Ort, der für seine Straßenrennen bekannt war. Schon früh entwickelte sie eine Leidenschaft für das Rasen durch die engen Straßen, ein gefährliches Hobby, das sie bald zu einer bekannten Fahrerin in der Szene machte. Sie wurde von der rauen Realität der Straße geprägt. Schule interessierte sie wenig, aber sie hatte ein untrügliches Gespür für Geschwindigkeit und einen Hang zur Rebellion. Mit 18 Jahren kaufte sie sich von dem Geld, das sie bei verschiedenen Jobs gespart hatte, einen abgenutzten Rennwagen. Von diesem Moment an war sie nicht mehr aufzuhalten. Die illegalen Straßenrennen wurden zu ihrer Spielwiese. Ihre Rennen waren berüchtigt. Sie scherte sich wenig um Regeln und Vorschriften. In ihrer Welt gab es nur eine Regel: Überlebe um jeden Preis. Sie kannte keine Angst und ihre kalkulierte Verrücktheit machte sie zu einer Legende. Die Konkurrenz fürchtete sie. Sie hatte keinen Skrupel, ihre Gegner zu rammen, um an die Spitze zu gelangen. Sie liebte das Adrenalin, den Nervenkitzel des Risikos und ihr Ruf wuchs. Und bald reisten Rennfahrer aus anderen Städten an, um gegen sie anzutreten. Doch das Leben auf der Überholspur hatte auch seine Schattenseiten. Die Polizei war ihr dicht auf den Fersen und Case musste ihre Fähigkeiten ständig verbessern, um den Gesetzeshütern zu entkommen. Freunde kamen und gingen. Mit den Jahren wurde Case jedoch klar, dass dieses wilde Leben in Seacrest County nicht ewig dauern könnte. Also brach sie nach Rockport auf, um dort eine neue Karriere zu starten. Es dauerte nicht lang und sie landete auf der Blacklist, da sie mit ihrem Fahrstil immer wieder hohe Sachschäden verursachte. Nachdem sie von Razor besiegt wurde, war Case bereits mehr als wütend auf sich selbst. Ihr Ego kam damit einfach nicht zurecht. Nachdem sie dann noch von dem ursprünglichen M3-Besitzer besiegt wurde, rastete sie aus. Nach dem Rennen verursachte sie massive Sachschäden. Sie raste wie wild durch die Gegend und wurde von der Polizei gejagt. Die bekam sie aber einfach nicht, bis sich Cross einschaltete. Es dauerte nicht mehr lange und Case war gestellt. Cross verhaftete sie und ihre Karriere war fürs Erste vorbei. Vor Gericht bekam Case für all die verursachten Schäden und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 3 Jahre aufgebrummt. Nach 2 Jahren durfte sie auf Bewährung aber schon wieder raus aus dem Knast unter der Bedingung, sozialen Dienst zu absolvieren. Ihre erste Aufgabe führte sie zu einem örtlichen Altenheim, wo sie Zeit mit den Bewohnern verbringen sollte. Anfangs war sie skeptisch und fühlte sich unwohl in der ungewohnten Umgebung. Doch im Laufe der Wochen begann sie, die Geschichten und Erfahrungen der älteren Menschen zu schätzen. Sie erkannte, dass sie durch den sozialen Dienst nicht nur die Lebensqualität der Bewohner verbessern konnte, sondern auch ihre eigene Perspektive auf das Leben änderte. Sie entwickelte Empathie und Mitgefühl für die Herausforderungen, mit denen viele Menschen konfrontiert sind. Nach einiger Zeit begann sie sich auch in den Bereichen des sozialen Dienstes zu engagieren. Sie half in Suppenküchen, organisierte Spendenaktionen und unterstützte Familien in Not. Je mehr sie sich einbrachte, desto mehr spürte sie, wie sich ihr eigenes Leben zum Positiven veränderte. Sie entwickelte eine tiefere Verbindung zu ihrer Gemeinschaft und erkannte, dass wahre Erfüllung darin liegt, anderen zu helfen. Ihr Wandel war nicht nur äußerlich sichtbar, sondern auch innerlich. Die einst egozentrische Frau war zu einer fürsorglichen und mitfühlenden Person geworden. Ihre Familie und Freunde bemerkten den positiven Einfluss des Sozialdienstes auf Case. Sie schätzten die neu gefundene Einstellung und die Bereitschaft, Zeit für andere zu opfern. Case hatte nicht nur ihre Einstellung zum Leben verändert, sondern auch ihre Gemeinschaft bereichert und dazu beigetragen, eine Atmosphäre der Solidarität und Unterstützung zu schaffen. Aus ihr wurde also ein neuer Mensch und zu ihrem Glück hatte sie nichts mit den Leuten von früher mehr zu schaffen, wodurch sie auch nichts zu befürchten hatte. Ja, Case war die Nummer 7 der Blacklist, doch durch ihre damalig egozentrische Einstellung hatte sie halt kaum Kontakt zu anderen Blacklist-Fahrern, wodurch sie nicht in größere Schwierigkeiten geriet, wie so manch andere Blacklist-Fahrer. Genau wie Earl konnte sie ein friedliches Leben führen, nachdem sie der Szene den Rücken zugekehrt hatte. Doch so ganz hatte sie ihre Karriere als Streetracer noch nicht vergessen, denn sie hatte immer noch ihren Mercedes, der ja nicht gerade unauffällig getuned war.
Und als sie einen Freund mal darüber fragte, was sie denn mit diesem Wagen vorhat, will sie ihn wirklich behalten, weil der ist ja schon sehr auffällig, sagte sie, naja, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe immer noch ein wenig Interesse am Rennfahren an sich. Und ja, die Freunde waren schockiert und dachten, ey, ich dachte, du hast das hinter dir gelassen. Und sie sagte, ja, ja, keine Angst, also sie möchte keine illegalen Rennen mehr fahren, aber es gab halt damals dieses Pro Street Festival. Dort werden Rennen auf komplett legale Weise gefahren und sie hat das Event damals per Fernsehen mitverfolgt, was 2007 war. Und da gab es halt diesen Typen namens Ryan Cooper, der da komplett aufgeräumt hat und sich auch dort hochgearbeitet hat und sogar den Showdown King besiegt hat. Und das brachte sie zum Nachdenken, da der Fahrstil dieses Typen ihr irgendwie bekannt vorkam. Es ähnelte dem des Typen, der sie nach Razor besiegt hatte, ziemlich. Und da dachte sie, vielleicht hat sie die Möglichkeit, dort nochmal gegen ihn anzutreten. Einer ihrer Kollegen sagte, nein, den wirst du da nicht finden. Ich verfolge das Pro Street Festival immer wieder, wenn es stattfindet. Und dieser Ryan Cooper ist wirklich nur dieses eine Mal dort aufgetaucht und danach hat man ihn auch nicht wiedergesehen. Case ließ aber nicht locker. Sie forschte also nach und schaute sich mal an, wer da damals alles so mitgefahren ist und wo kann man am besten nochmal einen Anhaltspunkt finden, um vielleicht diesem Typen auf die Spur zu kommen, denn sie hatte wirklich immer noch das Bedürfnis, ihn in einem legalen Rennen dann zu schlagen. Und einer ihrer Freunde bemerkte dies natürlich auch und er dachte, okay, dann helfe ich ihr mal, denn er kannte einen der Fahrer, der dort teilgenommen hat, das war Paul Trusk. Und er hat mal mit ihm telefoniert und gefragt, was er denn so darüber weiß. Aber auch er konnte ihr keine Infos geben dazu. Er wusste nichts, er hat sie nur weitergeleitet an Ray Krieger. Der könnte eventuell was wissen. Und nach ein bisschen Nachforschung haben sie herausgefunden, dass Ray einen Shop in Rockport hatte, wo er ja, Tuning-Teile für Autos verkauft. Und dort sind sie einfach mal hingefahren, haben ihn auch gefunden und gefragt, hey, wie war das damals, als dieser Ryan Cooper am Pro Street Festival teilgenommen hatte? Und weißt du, was mit dem passiert ist? Und Ray sagte nur, ja, keine Ahnung. Er hatte einfach auch keine Infos. Er hat nur erzählt, was damals vorgefallen war, dass der sich da hochgearbeitet hatte und auch ihn besiegt hatte im Grip-Event. Und nachdem er Rio besiegt hatte, ist er nach der Preisverleihung verschwunden. Er fragt aber auch, was wollt ihr eigentlich alle von dem? Nicht vor allzu langer Zeit kam auch ein Polizist vorbei, irgend so ein Sergeant Cross, und hat mich ausgefragt, ob da irgendwelche Infos vorhanden sind, was ich ihm dazu sagen könnte. Aber dem habe ich genauso viel gesagt wie euch. Ich hatte nichts Direktes mit ihm zu tun, außer dass wir ein Rennen gegen ihn gefahren sind. Und mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ja, nicht wesentlich schlauer sind sie dann wieder abgezogen und Case dachte sich, okay, über den Kerl findet man so gut wie keine Infos, aber ich werde trotzdem am nächsten Pro Street Festival teilnehmen. Und das tat sie dann auch, natürlich immer mit der Hoffnung, ihn vielleicht doch anzutreffen, um dann ihre Revanche zu bekommen. Doch daraus wurde auch nichts. Sie traf ihn nicht an. Und da sie ja auch nicht zu 100% sicher sein konnte, ob es sich denn wirklich um den handelt, der damals in Rockport gegen sie gefahren ist, dachte sie, okay, dann lassen wir es gut sein. Entweder man findet ihn irgendwann mal oder hört was oder nicht. Und im Laufe der Zeit vergaß sie das Ganze einfach und lebte ein größtenteils sorgenfreies Leben. Und das war's mit der Story. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann in der Blacklist 6. Die Story von Case war mal ein bisschen ruhiger. Ich dachte, es muss ja auch nicht jeder in diesen heftigen Shit verwickelt werden, wie viele andere Blacklist-Fahrer. Und das meint hier auch, genau wie Earl zum Beispiel, einfach geschafft haben, ein sorgenfreies, ruhiges Leben aufzubauen nach der ganzen Action, die es in Rockport halt gegeben hat. Und da die Frage immer mal wieder aufkommt, ob das Ganze Canon ist oder fiktiv, es ist teils Canon, teils fiktiv, schaut einfach mal in die Beschreibung. Oder in das Video von Sony, dem ersten Blacklist-Fahrer, den wir da behandelt haben. Da erkläre ich das ganze Format einmal. Also dann, ich bin raus und sage auf Wiedersehen.